So, Freunde meines Kanals und Freunde von Rise Son of Rome. Hier hatten wir letztes Mal den Schnitt gemacht, hier machen wir weiter. Willkommen im Part 5 von Rise Son of Rome. Jetzt gucken wir uns natürlich um. Du wirst doch wohl jetzt nicht dicker, ne? Da haben wir doch. Da haben wir noch. Und Doppelkill. Weiter nach Überlebenden. Ich kümmere mich um sie. Sterb, Räuber! Abschau! Da haben wir alle vier. Bei den Dicken versuche ich mal einen Doppelkill zu kriegen. Damit wir ein bisschen Spaß auch hier haben. Der hat nicht geklappt, aber dafür eine perfekte Kette. Quicktime-Event-Battle. So, ein bisschen nach grün Ausschau halten, ob wir was einsammeln können. Das Ufer ist in Feindes Hand. Unsere Männer sterben im Wasser. Wir müssen uns zurückziehen. Eben den Dialog abwarten. Ganz kleinen Augenblick, weil ich muss noch eben was machen. Ah, la, la, la. Wartet, bis ich den Befehl gebe. Ja, tut mir leid für die kleine Pause, aber ich musste einmal eben was am Wecker umstellen. Und jetzt können wir uns weiter umgucken. Aber es waren ja nur knapp 10 Sekunden. Dann gehen wir mal hier hinter in Deckung. Da drüben liegt was Grünes. Dann wetzen wir mal hier rüber. Ja, irgendwie scheint da nichts mehr zu sein. Na gut, Männer. Könnt ihr sie Bogenschützen? Vorwärts! Weg ist er wieder. Ich glaube, wir müssen mal hier was umstellen. Meine Gesundheit nimmt mich gerade rapide ab. War der cool? Hört auf ihn, ohne Mario.
Holen wir uns noch da an die Sperre, die in den stecken. Ach, ich bin schon voll. Was machst du denn hier? Plünderst du etwa die Leichen? Ja, dann kann ich dich auch nicht weghauen. Dann mach mal in Ruhe weiter da. Jungs, wir gehen mal nach oben. Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Turm! Ja! Oh, jetzt haben wir hier wieder so eine taktische Aufgabe. Schlachtformation! Ja, cool, römische Formation. Und Schildkrötenpanzer. Auf zu den Bogenschützen. Na klar, da haut er natürlich ab. Jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer. Bewegung! Drecksäcke. Vorwärts, wir stürmen. Ach du Scheiße, aus allen... Ich glaube, wir sind eingekesselt. Hebt das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre. Blockiert die Kette. Leg den Hebel um! Der Hades hat deiner. Jawohl, und schon gibt's wieder. Ja, Moment, Kollege. Ich muss mich auch ein bisschen umgucken. Ich kann nicht immer nur wie ein Wilden vorwärts rennen. Weil ich muss jetzt nämlich auch mal überlegen, was ich hier wieder weitermache. Der andere Hebel, Mario! Und jetzt gibt's auf die Backen für die da unten. Hoch mit dem Gegengewicht! Machen wir den erstmal weg. Legendäre Hinrichtung. Alles gut. Alles prima. Blockiert diese Kette! Haltet ihn auf! Bogenschützen!
Zack, zack. Scheiße, wieder falsche Taste gedrückt. Der wollte mich mit dem Pfeil aufschießen. Habt ihr das gesehen? So, dafür habe ich den Kopf an den Balken genagelt. Das sieht hier alles gut aus. Gegengewicht in Position! Cool, die Hafenkette wird jetzt wohl fallen. Also, habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber dafür, dass das Spiel eigentlich schon relativ alt ist, finde ich, ist es sehr monumental gemacht. Aber wie gesagt, es sind viele Quicktime-Battles drin, wo man einfach nur dann die passenden Knöpfe drücken muss. Aber es macht irgendwie Laune. Marius hat es allen gezeigt. Weil er ist der Son of Rome. Achtung, Männer! Ein mutiger Mann durchlebt den Tod. Einmal! Feiglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen! Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Total cool, neben ihm schlagen die Katapulte ein. Und los! Vorwärts! Götter! Sind die denn verrückt? Ich höre nichts mehr. Wieder ein schicker Doppelkill. Ja.
Gesundheit braucht dich, ganz wichtig. Ja, Herrschaften, mitten in diesem Feuergefecht, kommen, wir machen das jetzt noch mit. Formiert euch um mich. Alle um mich rum. Und vorwärts. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Ah, Scheiße. Das war aber ein... Die Folge lief bis dahin ganz gut. Und das müsste eigentlich passen. Verlass die Formation! Ich schaue mich nur nach was Grünem um. Was machst du hier? Fische zählen am Strand? Klauen wir ihm noch die Spieße, wenn wir können. Können wir aber nicht. Warum können wir die eigentlich nicht fertig machen? Okay, war jetzt zum Gucken nochmal. Die Barrikade, die nehmen wir natürlich ein, aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es da heißt Let's Play Wise, Son of Rome. Vielen Dank, euer Agent Peanut.